Also liebe Leute, wir sind jetzt hier wieder beim Stützpunkt Farm und zwar haben wir jetzt einen dritten Stützpunkt gefunden, der befindet sich hier oben. Da gehen wir jetzt hin und schauen, was wir machen dürfen. So. Khor-Dragaan ist unser dritter Stützpunkt und wir müssen jetzt hier die Quest erledigen. Erkundet Khor-Dragaan. Bin mal gespannt, was wir machen dürfen. Bestimmt wieder metzeln, wie immer. Bekundet Khor-Dragaan. Naja. Ich will jetzt was machen hier. Diese blöden Magus, die gehen so auf den Sack. Komm schon, wenn ich. Geht. So. Ah, Leute, dort, wenn wir von hier schon erlebt verderbt. Also wir müssen jetzt das befreien von dem Markieren. Alles klar. Gib ihm! Müssen wir die Typen killen, damit das frei wird. Okay, alles klar. Diese Blutdinger. Das war knapp. Ja, der Wolf ist halt nicht so robust wie der Bär, ne? Das merkt man gleich. Also die Gifttypen sind echt miese Säcke. So, da runter. Ah, jetzt. Jetzt kommt natürlich ein Gegner raus, war ja klar. So ein richtiger Centurio hier, ne? Sir Donadon der Frostgier. Das Licht hat diese Ritter nicht vor den Vampiren beschützt. Wahnsinn. Da geht's weiter. Schon geil. Also das Gemetz, ich liebe das Gemetz mit meinen Druiden, ne? Das kannst du echt nicht sagen, aber ich bin echt gespannt. Was geht, wenn er mal seine richtigen Legis hat? Also seine richtigen, erstmal noch die Segen. Also, die erwischt, scheiße. Also, wenn er die Segen hat, die er braucht, da bin ich sehr gespannt drauf, was dann geht. Dann bin ich gespannt, wie die Legis sind, also die Aspekte. Ne? Ob die wirklich viel ausmachen, weil alle sagen, die Aspekte sind so übelst wichtig, aber ich spiele ja komplett eh die Aspekte für euch einfach. Eins haben wir dann durch, dass ihr mal seht, wo wir sind.
Clincher an, aber ist trotzdem löschig gegen den Bären. Bumm. Der Bär ist halt einfach stärker. So. Richtige Masse hier, ey. Aua. Lass mich in Ruhe. Wehgetan. Oh, schon wieder erwischt, ey. Diese blöden kleinen Wichser, ey. Blutiger Inquisitor, okay. Noch 7 Opfer, dann kann ich da erst rein. Komm, stopp! Mach ihn kalt! Zerfetz ihn! Zerrub ihn! Geht doch! So, wir brauchen wie viele Opfer noch? 7. Wo muss ich die Opfer hämmern? Wenn man wüsste, wo wir die Opfer herkriegen, ja. Das ist ja das Problem. Ich weiß ja gar nicht, wo ich die Opfer herkriege. Die kommt zwar hier, aber irgendwie muss ich ja da irgendwo hoch. Da geht's nur raus. Das wollen wir ja gar nicht. Wahrscheinlich muss ich hier oben noch was verledigen. Weil die sind ja, die kommen ja immer wieder die ganze Zeit. Kann es ja auch nicht sein. Ah, da ist ein Blutding. Also das können wir wahrscheinlich erst kaputt machen, wenn wir da genügend Opfer haben. Weil die sind es nicht hier. Die sind es nicht. Immer noch, reicht immer noch nicht. Ich muss immer noch ein bisschen mehr Gegner töten. Ah, da. Blöder Drecksack, ey, lass mich doch los. Ja.
also so richtig kapiert, wie das hier funktionieren soll, habe ich immer noch nicht. Also ich muss jetzt zwar die Typen killen, ne, aber die kommen ja immer wieder. Ist ja richtig scheiße. Also der Stützpunkt ist ein bisschen schwieriger einzunehmen als die anderen. Drucker von den vampirischen Verderbten von der Vampir. Ja, aber was soll ich denn hier läutern? Die Typen oder was? Weil irgendwie geben die ja kaum Prozesse. Ich muss mal darauf achten, dass die Leiste ist kurz bei V. Ob das was bringt, wenn man die verbrüten. Druidische Opfergabe, aber. Also muss man echt sagen, dass es so bescheuert gemacht ist. Also ich weiß jetzt hier nicht, was ich hier machen soll. Also steht zwar da, läutet Dorkar von der vampirischen Verderbnis. Ja, aber ich kann ja diese scheiß Typen gar nicht angreifen, wenn man mal hier richtig guckt. Also diese komischen Blutdinger, ich konnte die jetzt nicht angreifen da. Jetzt ging's. Aber gerade war ich ja schon mal hier, da ging's nämlich nicht. Also ist das irgendwie eine Reihenfolge, wo das funktioniert, so wie es aussieht. Das heißt, ihr müsst einmal alle ablaufen und gucken, wo ihr dann gerade ran könnt. Ne? Auch bescheuert. So, jetzt muss das letzte da oben gehen. Also ihr müsst halt, entweder das ist noch buggt hier, oder ihr müsst halt gucken, wo ihr immer hin könnt. Ihr müsst halt alle ablaufen, alle Punkte. Und dann, sprich, müsst ihr halt immer schauen, wo gerade Prozente gibt. Das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Entweder ist es bei mir buggt oder so. Kann ich nicht genau sagen, woran es liegt. Aber auf jeden Fall hat das hier auch nicht funktioniert. Weil, wenn ihr jetzt seht, ich kann das Vampir-Ding schon wieder nicht angreifen, ne? Das ist schon wieder geschützt von irgendwas. Nichts dran machen. Oder es geht weg, wenn ich hier die Typen kille. Vertrag vom vampirischen Verderbnis. Aber warum geht das nicht? Ich kann nichts machen. Also das ist, entweder das ist gerade echt buggy, oder ich bin hier einfach falsch. Also das verstehe ich nicht, warum das denn nicht funktioniert. Gibt es hier draußen noch irgendwas zu töten? Anscheinend muss es ja irgendwas hier noch geben, was ich noch nicht getötet habe, weil da ist platt. Da geht's wieder raus. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, also bei mir backt das hier rum. Also Entschuldigung, aber das verstehe ich ja. Ich soll jetzt hier das platt machen, ne? Dieses Event. Das ist das Falsche. So, die Quest gibt es bei mir gar nicht. So wie es aussieht. Nö. Also, ganz komisch gemacht. Ich muss ja hier rein. Da. Ich gehe mal da runter. Ah, guck mal hier.
Verderbnis führt unter die Kathedrale. Dort muss die Quelle sein. Ja, aber bringt ja nichts. So, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ja. Gerade eben konnte ich es nicht machen. Ist immer noch. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch kämpfen soll. Ich kämpfe jetzt hier bestimmt gefühlt fast. Gibt's doch gar nicht. Muss ich da irgendwas anklicken? Nee. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie ich da ran kann an den Typen. Kein blassen Schimmer. Vielleicht ist hier oben irgendwas. Eine kleine Blutblase oder sowas. Nö, da geht's nur rein. Das ist ja eh gesperrt. Erstmal noch schnell einen Trank reinknallen. Aber ich verstehe das nicht. Also, das ist echt bescheuert. Also, wirklich bescheuert gemacht hier, dass du nicht weißt. Ah, hier sind noch Gegner. Das sind solche kleinen Blutdinger, ne? Das also, es geht so. Ihr müsst diese kleinen Blutverderbungsklapp machen, die überall auf der Karte sind, hier in dem Gebiet. Und dann erst könnt ihr, immer wenn ihr einen gewissen Prozentsatz habt, könnt ihr dann erst zu der Hauptblase gehen. Also, wo wir gerade dran waren. Wir sind soweit noch geschützt, leider. Jetzt müssten wir rein theoretisch dahin können. Rein theoretisch. Ja, jetzt geht's. So, jetzt geht's zum Boss. Erstmal noch Tränke holen hier. Zack. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Jetzt müssen wir in die Archiven. Oh Jesus, das ist ein Verein. Ja. Nick Hilka, der vergessene Fisch. Okay. Oh, der hält gut was aus. Alter, ist ja richtig gemein. Dann noch Gift. Das ist ja richtig fies, der Stützpunkt. Na, wir können ja nicht raus. Ne? Müssen wir jetzt dann zweimal gegen den kämpfen oder was? Das wäre ja richtig freudig. Ich hasse Gifttypen. Also Gifttypen sind richtig mies. Ja, na klar. Ey, das ist doch dein Ernst. Das ist ja richtig mies. Also Leute, das ist echt ein heftiger Stützpunkt. Weil der holt jetzt gleich den zweiten. Alter. Boah, ich kann da nichts gegen machen. Boah, lass mich los.
Einzige, was ihr machen könnt, ist ganz Zeit auf diesen scheiß Niklas bleiben. Weil das ist ja wirklich richtig miese Kacke hier. Und am besten, wenn er diese Scheiße da macht, gucken. Achso, der Trip auch noch. Belebt den nächsten auch noch wieder. Natürlich. Der wurde auch noch gleich wieder. Ja, der hier drin kann man bleiben. Alter, das ist echt mal ein echt richtig heftiger Kampf, ohne Scheiß. Und ich hab den Werbär nicht, weil ich dieses blöde Leggy hab. Komm. Schaff mal. Ey, wir haben es geschafft. Alter, das war mal ein richtig heftiger Bossfight, ohne Scheiß. What the fuck, Alter? Also viel Spaß, liebe Leute. Der war heftig. So, jetzt müssen wir hier hochgehen, den Schrein des Wanderers aktivieren, um dann Dragan zu erobern. Alles klar. Das war echt heftig. Mein lieber Schwan, aber es war gut. War heftig, dachte schon, ich schaff's nicht. So, mit haben wir alle Stützpunkte erobert. Ich bedanke mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.